Um die TV Plus Box in Betrieb zu nehmen, schließen Sie das Stromkabel an der Box an. Danach verbinden Sie die Box über das HDMI-Kabel mit dem Fernseher. Das HDMI-Kabel benötigen Sie für die Bildverbindung. Dieses ist im Lieferumfang enthalten. Die TV Plus Box müssen Sie dann mit dem Internet verbinden, entweder über das mitgelieferte Kabel und Ihrem Modem oder über WLAN. Zum Schluss schließen Sie noch das Fernsehkabel an. Wir kommen zuerst in Betriebnahme der TV Plus Box. Schalten Sie Fernseher und Box ein. Als erstes versucht die Box eine Netzwerkverbindung herzustellen. Dies kann etwas dauern. Wenn Sie die Box per Kabel an das Modem angeschlossen haben, sollte die Netzwerkverbindung erfolgreich hergestellt werden. Danach startet die Box automatisch. Wenn Sie die Box über WLAN verbinden möchten, kann natürlich keine Netzwerkverbindung hergestellt werden. Gehen Sie danach auf Setup, um das WLAN einzurichten. Drücken Sie danach auf WLAN verbinden und Suche, um Ihr WLAN-Netz zu finden. Sobald das WLAN erkannt wurde, können Sie die Verbindung herstellen. Dazu benötigen Sie Ihr WLAN-Passwort. Bestätigen Sie nach der Eingabe mit OK. Danach gehen Sie bitte zweimal auf Verlassen. Den Button finden Sie am rechten oberen Rand. Ihr System wird danach automatisch gestartet. Nach dem Laden und erfolgreicher Installation der Software können Sie loslegen.